Und damit seid grüßen den Zwergeknummerhobbits und erinnert uns zu einem neuen Part. Deponia Doomsday mit dem Zwergenfürst. Jo. Hier wären wir also wieder. Hier haben wir eine Folienkartoffel und ich habe sogar eine Idee, wie wir die jetzt rauskriegen. Vielleicht. Hiermit. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Oder auch nicht. Vielleicht können wir mit dem Strohhalm. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Ja, sehr schön. Also nicht. Wer hätte das gedacht? Lotte und ich. Können wir die irgendwie verbiegen? Hier ist ausnahmsweise einmal nicht mein technischer Sachverstand gefragt, sondern Willensstärke, Fantasie und blindes Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der interaktiven Dramaturgie. Ach, Sekunde, warte mal kurz. Können wir vielleicht gerade mal bei der Gelegenheit. Untertitel. Ja, das war jetzt, das habe ich dann schon im Schnitt von den letzten Parts bemerkt. Leider gibt es hier keinen Untertitel. Die habe ich leider nicht eingestellt. Das wollen wir doch bitteschön. Aber das Glas, das können wir jetzt doch bestimmt hier beim Honigspender auffüllen. Wieder fehlt hier der Zapfhahn. So ist es besser. Es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. So muss das bei Deponia. Strohhalm vielleicht. Entweder fehlt hier der Zapfhahn. Okay, verstehe schon, wir brauchen einen Zapfhahn. Wo kriegen wir denn jetzt einen Zapfhahn her? Kartoffel, eine Biermaschine. Ja, ne, Kartoffel kommen wir nicht ran. Ist heiß. Jetzt dachte ich, dass man vielleicht irgendwie mit dem Bügel da irgendwie und für kaltes Wasser und gießen es drüber. Alles auf Rot. Aber Rufus, du brauchst hier keinen Einsatz. Nur einen Gegner und anschließend vielleicht Pflaster für die Bisswunden. Und das soll ein Spiel sein? Klingt wie meine Beziehung mit Toni. Okay. Tunnel. Geht's nicht weiter? Puh. Da unten vielleicht. Ballon. Oh, vielleicht können wir beim Nierputz. Wäre mal eine Idee. Den Becher auffüllen. Hier ist doch Platz für ein. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Ach so, verstehe. Das Problem hier. Das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Das ist gut. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Aha. Okay. Okay, jetzt haben wir dem Nebots neue Energie gegeben. Wir haben Eiswürfel. Und Eiswürfel können wir doch bestimmt jetzt. Ist doof. So, und jetzt können wir doch bestimmt. Glas mit Eis. Na komm, bitte. Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Ach, so ein Mist. Wie sollen wir das denn schaffen? Eine Knickerfolie vielleicht. Wie kann man das Eis in die Knickerfolie packen? Wir finden irgendeinen anderen Weg.
Wie jetzt? Immer noch zu. Okay. Hier können wir nichts mitnehmen. Na dann, Chillbot. Okay. Vielleicht müssen wir einfach Wasser statt Eiswürfeln. Der ist für die Ewigkeit eingerastet. Ach, schade. Sonst würde ich es umdrehen und dann wird es vielleicht heiß oder so. Keine Ahnung. Vielleicht können wir jetzt. Nur weil ich Tonis Gläser heilen lassen wollte, bin ich noch lange nicht zur Zimperliese geworden. Strohhalme. Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Okay. Wir haben ein Glas voller Eis. Irgendeine Idee, was wir damit tun können? Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? Naja. Okay, das bringt's nicht. Können wir das vielleicht vorher irgendwie zu Eis schmelzen lassen und dann irgendwie, ich weiß ja nicht, auf dem Grill? Ah, sehr gut. Glas mit Wasser. Mal sehen. Taube Zunge, Brechreis, zwischen an den Zähnen. Ja, typisches deponianisches Wasser. So, und jetzt? Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Nice. Jetzt haben wir eine Folienkartoffel auspacken. Kartoffel. Jetzt haben wir zwei Kartoffelhälften. Können wir stempeln mit. Wenn wir Farbe finden, dann können wir Kartoffelstempel. Wer kennt's noch aus dem Kindergarten? Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Vielleicht. Das trägt man jetzt so. Ein Aluhut mit Stroh, mit einem Strohhalm drin. Ja, ganz richtig. So, wie kommen wir jetzt an den Bienenhonig an? Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit Tropfen in beiden Fällen. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Gut, wo kriegen wir Zapfhahn her? Nutzes Kneipe vielleicht irgendwo? Sehe ich jetzt nicht. Hast du vielleicht einen Zapfhahn? Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke, bitte keine Umstände. Gut, hier nicht. Gut, Zapfhahn, wie kriegen wir hier einen Zapfhahn? Entweder fehlt hier der. In beiden Fällen sollte. Zapfhahn, Zapfhahn. Können wir hier vielleicht irgendwas draus basteln? In beiden. Die Idee kann ich mir an den Hut. Tja, wo kriegen wir hier einen Zapfhahn? Ja. Ich habe keine Idee. Aber vielleicht können wir zwischenzeitlich mal. Zapfhahn gibt es bestimmt hier in der. Dem Haus. Ich brauche. Tja, aber vielleicht können wir erstmal einen Aluhut aufsetzen und. Das trägt man jetzt so. Dann mit McConaughey. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch. Ich betrachte das. Wollen wir nochmal die Zeit zurück? Ich weiß nicht. Es scheint mir. Bist du dir.
Du weißt, vielleicht kriegen wir es jetzt hin mit dem Aluhut, was auch immer das helfen soll. Egal, das kann ich. Hauptsache die geht. Ja, schon zu spät. Vielleicht Aluhut vorher aufsetzen? Ich weiß nicht. Rufus? Ja. Ach, oder wir müssen. Wir müssen den Mensch die Mütze aufsetzen. Ja, wir haben ja eh schon eine Metallplatte im Kopf. Ja, das wird hier nichts weiterbringen. Weil Rufus abgelenkt ist vom Elefanten. Vielleicht können wir ihm die Mütze geben, dann. Sag nicht. Inventar verloren. Er kommt, alle Mann. Und dann, ich möchte. Möge Tipp. Jetzt alles wieder von vorne, na toll. Spielstand laden. Da haben wir natürlich jetzt nicht die. Aber das mit dem Wasser kriegen wir noch mal hin. Vielleicht versuchen wir es dann noch mal. Wir haben dann unser Inventar verloren. Wir brauchen noch mal den Aluhut. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Können wir dem den Mönch geben? Und dann kann der uns folgen und kann der den einweisen und den Elefanten vertreiben oder irgendwas. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommen wir da ein bisschen voran. Aber wie immer. Ich hab. Ja, ja. So, Glas mit Eis. So, raus hier. Nilbot ist aktiviert. Schon. Ist doof, dass ich auf den Grill legen und abhauen. Glas mit Wasser nehmen. Folienkartoffeln. Geil. Vielleicht können wir da noch andere Sachen halbieren mit Knickerfolie. Diese Maschine erfüllt nur ein Können. Ich kann mir die Knickerfolie ein. Die Kartoffelknickerfolie packen. Nötig. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts wert. Ach, schade. Das wäre noch lustiger gewesen. Kartoffelhelfen in Knickerfolie. Also nichts wertvoll. Okay, jetzt Aluhut machen. Das dreht. Ist ja schließlich ein Strohhalm. So, und so weit waren wir bisher auch. So, tack. Du musst uns helfen. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar, würde ich auch so machen. Was? Die Ratte hat es die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Und wir müssen erst einen basteln. Oh Mann. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut. Ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kann's jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine.
Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Okay, das dürfte klappen. Jetzt mal eben so, McConaughey. Hast du kurz die Frage? Ich betrachte. So. Wollen wir noch mal? Ich war erscheint. Wir drehen noch mal Zeit zurück. Egal. Ja, zu spät. Zeit zurückdrehen. Und jetzt ist ja der Mönch. Der kann sich auch noch dran erinnern. Dann müsst ihr jetzt den Elefanten sehen. Und den Elefanten aufhalten. Und dann können wir einweisen. Wenn ich abgelenkt. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht. Ist nicht vielleicht noch. Ach, noch rein. Du hast dich aber. Warum sagst du. Amen. Kein Elefant. Jetzt eindrehen. Kein pinker Elefant. Das ist sehr gut. Achtung, süßer Bombard. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Perfektiberto. Dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh. Dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Was? Er ist hier! Beeilung! Da passiert aber was. Ich will mir nur kurz Ballon. Die Gläser stehen noch. Sehr schön. Der pinke Elefant ist tot. Was ist passiert? Der rosa Elefant. Er war hier. Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Im Erdboden. Du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Gut, ich kenne die Lösung, weil ich habe das Let's Play schon bei Gunk gesehen. In voller Länge. Aber die Klappe können wir hier nicht öffnen. Da sind schon diese verräterischen Haken drunter. Er kommt, alle Mann auf Pop und dann, ich möchte. Das kennen wir. Rufus kommt. Vielleicht bekommen wir jetzt irgendwie noch die Wumme. Dafür brauchen wir erstmal eine Jagdlizenz. Und so weiter. Oh. Frühe Kartoffel. Ja, jetzt haben wir nach wie vor. Hey Rufus, warte doch mal. Wir haben einen wieder in unser Inventar verloren, weil wir in der Zeit zurückgereist sind. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Ach. Das nochmal. Hallöle. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey Toni. Huhu, Schnutzelbärchi. Sekunde. Was denn? Keine Zweite mehr, Jesus. Ich kann. Na komm schon, Kleiner. Ach so. Genau, diesmal. Jetzt geht's wirklich. Jetzt habe ich das auch noch übersprungen hier. Ja, toll. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ich dachte gar nicht, dass die letzte Option die richtige ist. Verdammt. Ich wollte runter in den Strohhalm hängen. Und das Glas. Und den Bart. Gut, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das erreicht, was wir wollten.
Können wir den Pfeil jetzt behalten? Oh, warte, du hast dann Strom, Kira. Können wir den haben? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Okay, vielleicht können wir... Und... Ach du Scheiße. Ja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus. Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Seltsam. Dieses Schild ist der... Ich will... Ich dachte, wir können darauf werfen. Hm? Wofür war das? Dieses Schild ist der Bodensatz der Nutzlosigkeit. Ich will verflucht sein, wenn es jemals in einem meiner Pläne zum Einsatz kommen sollte. Hm? Wofür war das denn jetzt? Ich kann auf Lon zu werfen. Kann ich das kurz auslachen? Saft pressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz. Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja, aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Die Urne seiner Großmutter? Okay, vielleicht können wir das jetzt irgendwie als Hahn. Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem in beiden... Tja, oder auch nicht. Das ist die Toni. Komm schon, der Mensch ist weg. Nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Scherben? Und die Gläser sind heil. Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Was? Aber er hat doch recht eingebaut. Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Ah, okay. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Oh je, was denn das? Was zum Henker? Wir hatten das doch schon. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papalapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Elefant aus dem Ei. Hey, Rufus. Jetzt nicht mehr, Karnickel. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried, ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Aha, dann untersuchen wir mal. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihn... einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist Detective Rufus. Hier. Ich bin mir jetzt sicher, was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher.
Schwer zu sagen. Ich glaube, mir wird wieder schlecht. Schlucks runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Let's go. Hm? Leuchtende Stelle. Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Fetzen. Ah, Elefantenhaut. Detective. Häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Detective Rufus hat was entdeckt. Glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Aha. Rufst du eine Idee? Das kann ja nicht gut gehen. Ja, und was? Halterung. Was können wir denn jetzt hier? Ah, hier. Okay. Spuren lesen. Aha, okay. Er ist da hinunter. Und dort entlang. Um die Ecke. Zur Kreuzung. Aha, okay. Hier irgendwelche Spuren. Hier verliert sich's. Oder was? Hier müssen noch weitere Spuren sein. Hier auf die Klappe. Zum Ballon. Ja, die führen hier hoch die Spuren. Aha. Darüber führen auch Spuren. Vielleicht geht's dort lang. Ja, sehr gut, dort lang. Da hoch. Ist überall längs. Hier lang. Na? Riesige Elefantenspuren. Ja, aber... Okay, hier hoch. Hier ein großer pinker Fleck. Na komm, hier hin. Mechaniker. Hier haben wir noch den großen Fleck. Aha, okay. Wie klicken wir das jetzt an? Na kommt, bewegt euch. Ja, die wollen nicht so recht. Gibt es da noch mehr zu sehen? Na komm, jetzt hier, Schritt.
Ich verstehe es nicht. Was muss hier gemacht werden? Ja, ich krieg ja schon wild. Ich hier einen Schritt noch vorne. Ich verstehe die Steuerung hier nicht. Na, komm. Leute. Und dann wollen wir nochmal kurz zurücklaufen. Ich check's nicht. So. Okay, jetzt bewegen die sich. Dann bewegen sich hier nur hin und her zwischen einem Fleck. Wenn ich hier drauf klicke, passiert nichts. Nee, da bewegen sie sich nur hier hin. Na gut, da mache ich eine kleine Aufnahmepause und guck mal, was ich hier machen muss. Wir sehen uns im nächsten Part wieder oder so. Ich blick nämlich gerade nicht, was ich hier tun soll. Was hier zu tun ist. Ja gut, wir sehen uns klüger im nächsten Part wieder. Bis dahin.